herzlich willkommen zurück bei The Last of Us. Wir sind hier immer noch in diesem, ja, Slums. Huch, nein, das sollst du das Ding schon benutzen hier. Haben im letzten Part gegen Roberts Leute gekämpft. Wahrscheinlich, vermutlich auch gleich gegen ihn. Aber erstmal kommen noch ein paar mehr Gegner, okay. Langsam geben wir so ein bisschen die Muni aus. Ach du Scheiße. Jetzt sind aber ganz schön viele hier noch. Dieser eingebildete Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. Okay. Also entdeckt werden ist scheiße. Ich habe 3 Schuss. Das sind sehr viele. Nicht mehr gekommen. Ja, tja. Keine Kontakte mehr im Norden. Keine Kontakte im Süden. Scheiße. Und wenn die immer zu zweit stehen, ist es natürlich auch richtig ungünstig für mich. Besser wäre immer einzeln, natürlich. Verdammter Robert, er sollte uns lieber was liefern. Und selbst wenn, was ist das? Noch ein Messer, ich hab schon eins. Hier sind wir am Arsch. Wir sollten sehen, dass wir hier wegkommen. Aber vielleicht kann man immer nur ein Messer einmal, bis es immer nur einmal. Ja, wir machen ja das so ein bisschen zu zweit, also wenn ich jetzt hier... Was glaubst du, was hier abgeht, wenn es nichts mehr gibt? Ich versuch mein Glück lieber hier. Wenn ich jetzt einen ausschalte, schaltet sie vielleicht den anderen parallel dazu auch aus. Okay, da ist einer. Den kann ich, glaube ich, so, wenn ich hier... Guck mal. Ach. Oh, das war so schlecht. Also wirklich. Fuck. Immerhin ein bisschen Muni gekriegt. Aber Mann, warum hat er mich denn da so gesehen? Warum guckt er denn da so nach zur Seite? Das ist doch wirklich scheiße. Oh, hi. Okay. Das war schnell. Da konnte ich mich auch nicht mehr wehren oder sowas. Wir müssen klug vorgehen. Ja, ich wollte sowieso was ganz anderes machen. Dann machen wir das diesmal von hier. Ich weiß nicht, wer uns doch was verkaufen soll. Deshalb machen wir wohl diese scheiß Bewacherjobs. Verdammter Robert, er sollte uns lieber was liefern. Und selbst wenn, was dann? Der verzieht sich gleich und dann kann ich den, glaube ich, lautlos killen. Wir sollten sehen, dass wir hier wegkommen. Du bist verrückt. Da rauszugehen wäre Selbstmord. Die anderen Schmuggler machen das. Was der hat aber ein bisschen Muni auch für mich, das ist schon mal sehr gut. Ich versuche mein Glück lieber hier. So, also das kann hier niemand mitkriegen eigentlich jetzt. Schnell genau. Und leise, Cowboy. Ja, alles gut. Bin noch voll mit dabei. Wir haben jetzt wieder 7 Schuss. Das dürfte sogar reichen, selbst wenn ich jetzt entdeckt werde. Wir versuchen nach wie vor, hier mit Stealth weiterzumachen. Aber ich find's cool, dass die so richtig mit dir mitspielt und dir auch hilft. Jetzt bei dem hier nur nicht, weil das nur einer war, aber ansonsten ist sie halt actually useful. Okay, warte mal, wo sind die Gegner hier gerade? Ich sehe sie nicht durch Wände durch. Pack schnell weg. So, auch ihn kann ich, denke ich mal, jetzt angreifen. Hier ist kein anderer. Er darf sich nur nicht umdrehen in dem Moment. Sieht aber gut aus. Okay, nochmal E für einen lautlosen Messerkill. Was? Siehst du das? Gar nicht schlecht. Hier ist nichts, du Vollpfosten. Oh, Arschlöcher! Okay, wenn man so aimt wie ich, ist es nicht ganz so easy hier mit der Munition hinzukommen. Aber hier ist ganz viel Muni. Komm, gib her. What the fuck? Nicht irgend so ein Holzbrett nehmen. Ist das, hey, hallo, ist das mal auf dem Kopf jetzt oder nicht? Okay. Ja, okay, schießt du auch mal. Ich hab gleich keine Muni mehr hier. Das Büro. Robert ist bestimmt da drin. Was war nochmal zum Verband benutzen? Achso, 7 und dann Linksklick, ne? Aber wir haben. Ne, wir haben nicht gute Leben, warte mal. Wir benutzen mal lieber jetzt ein Medikit.
gefallen. Oh, Scheiße! Zurück, zurück, verdammt! Wir wollen nur reden, Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Haut endlich ab! Er haut ab! Dann hinterher, I guess. Joel, hier lang! Was, hier lang? Ja klar, hier lang. Hinterher. Wir haben ihn gleich. Also, du blockierst mich hier so ein bisschen, ne? Hallo, Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu. Was ihr immer hier gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar. Aber... es ist kompliziert. Okay. Hm. Hör zu. Lasst mich einfach ausreden, okay? Fuck! Stopp! 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 Hör auf zu jammern. Was wolltest du sagen? Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl. Ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so wer war das hat doch gar die nicht. Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und. Verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hä? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon. Scheiß auf die Fireflies. Schnappen wir sie uns. Das ist eine Scheißidee. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das? Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Wir müssen hier weg. Sofort. Ihr wollt den Deal? Dann los. Bisschen Munition könntest du mir vielleicht kostenlos drauflegen im Voraus. Kommt. Dann ist es ein Deal. Männer vor.
deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hier lang. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Ja, Schrauben, ja, Klebeband. Waffen an einer Werkbank verbessern. Geil. Hör damit. Joel, hilf mir doch mal. Jetzt brauchst du Hilfe, ja? Kommst nicht alleine klar. Kommt denn ihre Waffen alleine gar nicht mehr ran ohne uns? Ist auch witzig. Hey, hältst du das noch durch? Es geht. Einfach so springen geht aber tatsächlich nicht, ne? Es geht nur an ganz bestimmten Stellen, wo ich halt klettern kann und so. Moment, Soldaten. Da geht's raus, die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Wenn ich einen dieser Soldaten ausschalte, habe ich einen MG wahrscheinlich oder eine MP. Wir müssen zu dieser Tür. Ihr solltet uns heute keinen Ärger machen. Leckt mich ab. Na, da kann ich ja jetzt nicht durchgehen. Der guckt ja in die Richtung, oder was, oder wie? Oder soll ich den jetzt wirklich ausschalten? So auf leise Basis. Soll ich den ausschalten? Der hört mich doch, wenn ich hier rüber hüpse, hört er mich doch. Und also wenn die mich einmal entdecken, ist sofort Feierabend, ne? Die machen mich platt. Ach so, hier ist gar keine Verbindung. Lol. Sag das doch gleich. Beziehungsweise hier ist wahrscheinlich jetzt eine Verbindung, ne? Ja. Aber wir gehen dann... Oh Gott. Hört er doch. Außerdem, was macht ihr da? Wo genau sollen wir überhaupt lang? Oder seid ihr auch bereit, jetzt zu kämpfen? Soll ich jetzt einfach mal einen Try wagen? Ich kann ihn bewegen, ne? Okay, ja, aber der andere stand ja da direkt in der Tür. Ach, aber sie hat ihn... Oh, krass. Gott, seid leise. Ey, ich muss immer wieder daran denken, wie geil dieses System mit den Mates hier zu kämpfen ist. Richtig, die können natürlich den anderen ausschalten dann. Bin das einfach alles nicht gewohnt. Zu viel CSGO gespielt. Und das ist ja alles kein Problem hier. Also muss man doch nicht an ihnen vorbeischleichen. Man kann sie doch einfach ausschalten. Ja, den snack ich mir, oder? Er sammelt die Pistol-Muni nicht automatisch auf. Ich muss dann extra nochmal raufgucken und dann nochmal E drücken. Das sollte ich in Erinnerung behalten. So, der ist gerade abgelenkt. Ja, er geht. Er haut ab, er zieht durch. Geil. Oder? Oh! Da habe ich leider dich vergessen. Lol. Sterben nicht durch einen Headshot, obwohl der nicht mal einen Helm auf hatte. Lol. Nein, 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 oh nein, komm schon, Mann, töte mich nicht, bitte lass mich gehen. Nochmal ein Schlag. Okay, oh shit, ich habe sein Gesicht in den Boden graviert. Ich habe gedacht, das ist nochmal ein Respektschlag hier, ich wollte ihn jetzt wirklich nicht killen. Auf der anderen Seite alarmiert er so andere Wachen, also es wäre auch, das Sicherste ist, wenn ihr sterbt, sorry Jungs, sorry. Aber es muss sein. Das ist Warren. Hohenfrieden.
Wir sollten los, Marlene. Es kommen bestimmt noch mehr Soldaten. Ja, stimmt. Dann los. Jetzt sind wir gleich da. Los, geht da rein. Wohin gehen wir, Marlene? Hier lang. Bis nicht mehr weit. Geht's dir gut? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Wir sind jetzt auch gleich da. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Ich zeig's euch. Joel, hilf mir mal eben. Oh, oh, oh. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger von hier! Hör auf damit! Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Ellie, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele, wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffe. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mann. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir. Gut, dann wird wohl im nächsten Part etwas geschmuggelt, ja? Also, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.